So, Matthias, du hast den Preis für den besten Beitrag in der Kategorie Unterhaltung gewonnen mit der Person Luginger oder diesen McLuke. McLuke heißt es. McLuke, genau, ja. McLuke. Ja. Was ist das für eine Figur? Das ist eine Figur, die ein Stück weit meinem echten Ich entspricht, aber auch so ein bisschen eine Ausrede ist, ein bisschen dreistere Fragen zu stellen beziehungsweise auch mal sich ins Hasenkostüm zu stürzen oder so. Und du warst ja da so investigativ unterwegs in Rohr. Genau, investigativ glaubt man, weil ich so einen lustigen Trenchcoat anhatte. Die Fragen waren aber eher nur dreist und weniger investigativ. Ich habe einfach nur die Rohrer, also wir waren in der Marktgemeinde Rohr, die habe ich in unserer Senderfamilie begrüßt, denn das Regionalfernsehen Landshut sendet seit kurzem wieder in Rohr. Wunderbar. Und wie fühlt sich das jetzt an, wenn man diesen Preis dann gewonnen hat? So? Also ich habe ihn ja gerade hier. Es fühlt sich irgendwie lustig an. Also es ist wie immer, wie alle Preise, man muss ja immer was Neues machen. Und ich weiß es nicht, es ist so ein Fernseher, oder? Das sieht so, so aus, 3D-mäßig ja. Kommt der da so raus. Da sind wahrscheinlich on, off, lauter, leiser oder so. Nicht zu schwer. Nicht zu schwer. Schönes, edles Plastik und ja, fühlt sich ganz gut an. Okay. Also da steht auch BLM-Telly und Preis für den besten Unterhaltungsbeitrag. Ist schon eigentlich eine Ehre, dass man sagt, das, was man gemacht hat, das wird gewürdigt und ein unwesentlicher Scheck ist ja auch noch dabei. Deswegen rundum glücklich. Okay, dann abschließend noch, wo kommt der Preis hin? Ja, da erwartest du natürlich als Journalist eine monstermäßig kreative Antwort, sowas wie Klo, Vogelhäuschen, Balkon. Aber ich würde sagen, der kommt bei mir direkt auf ein Regal, wo auch schon eine andere Trophäe steht. Und zwar möchte ich hier nochmal anmerken, dass ich der erste Grottenthaler Barzrohrs-Champion bin. Jawohl, okay. Dann vielen Dank, Matthias Luginger. Danke.